Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen FIFA 21 Hannover 96 Modus. Ja, wir sind in der Tabelle aktuell gut nach vorne gekommen, sind Platz 3 mit 20 Punkten. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Dux ist auch aktuell Torschützenkönig. Mal sehen, wo es hinführt. Ja, ich will es nicht zu früh loben, denn es kann immer noch ganz, ganz viel passieren. Wir sind echt noch früh in der Saison. Kouassi mit Rolle unzufrieden. Echte Granaten hier, vor allem der hier. Ich glaube, den müssen wir bald verpflichten. War das mein Hund? Wieder an der Tür? Warte mal, nur warte. Das Leben als Bankspieler gefällt Tanguy Kouassi überhaupt nicht. Der Angebot ausgebootete Hannover 96-Spieler macht daraus auch keinerlei Hehl. Ich will spielen, aber man gibt mir keine Chance. Sagt er in einem Interview. Ich liebe diesen Club und die Fans und es tut mir weh, dass ich zuschauen muss. Ich habe mit dem Boss drüber gesprochen. Er muss jetzt entscheiden, was Sache ist. Ich weiß, dass ich Hannover 96 helfen kann, aber man muss es mir auch erlauben. Du kriegst doch deine Chance noch, Mensch. Weiter. Und Leipzig ist der nächste Gegner. Mit Leipzig haben wir ja eigentlich gute Erfahrung. Eigentlich. Linden Meiner für Deutschland. Was ist denn da los? So. Auf jeden Fall Biol. Oder? Dreaming to sounds that carry me so far away. The freedom now, forever I'll be bound. Warte mal. Dream of the south, or where the sun's so paramount. To the seasons all, spend our time here now. They play like silent movies only you. Naja. Egal. Ja. Wir haben doch bei Biol haben wir da nicht extra die Position geändert? Wo ist er? Entwicklung. Wie soll? Entwicklungsplan. Position. ZM. Keine Ahnung. Machen wir jetzt einfach mal. Ich würde sagen, so fangen wir an, oder? Kouassi werden wir dann einwechseln. Holt er ja noch mehr rum. Wo ist Leipzig ab im Moment? Da auf 10. Die sind nicht so begeistert, glaube ich. Aber die scheinen auch ein schwieriges Spiel gehabt zu haben. Da sind sehr viele platt. Piqué? Der Piqué, oder? So, es geht ja weiter. Sometimes you look in my eyes, I'll be
Oh, guck dir das an, du. Wie ein Profi. Überragend. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. In der Red Bull Arena hat es geschneit. Tatsache, das ist der Piqué. Aber die Bedingungen sind trotzdem ziemlich gut. Und damit ganz herzlich willkommen zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Hannover 96. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Sieht vielversprechend aus. Sauber. Einsatz. Faires Tackling. Komm. Super dieses Zuspiel. Oh, ist der schnell. Das sieht gut aus. Gute Chance. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Das wird Ecke geben. Jetzt der Eckball. Oh. Gutes Pressing jetzt. Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt. Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt es so spannend. Weg ist der Ball. Ich habe beim ersten Pass schon gedacht, abseits. Sieht gefährlich aus. Oh nein. Ball ist wieder weg. Und Gerard Piqué. Hannover 96 konnte zuletzt zu Hause einen Erfolg feiern, als man es mit der TSG Hoffenheim zu tun hatte. Boah. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Oh. Diese beiden gehören zu den besten Spielern überhaupt. Ja, auf solche Spiele freut man sich als Kommentator natürlich immer ganz besonders. Das wird mit Sicherheit ein echter Leckerbissen, wenn sich diese beiden Offensiv-Giganten begegnen. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Lingard. Es gibt ein Tor im Parallelspiel. Im Studio gibt's alle Infos jetzt. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Neuer Spielstand damit 1:0. 22 Minuten sind hier gespielt. Danke für dieses kurze Update. Nein! Keine Diskussion, er ist hier klar im Abseits. Entschuldigung, meiner, reg dich nicht auf, mein Junge. So. Jetzt ist er für Deutschland nominiert worden, jetzt macht er hier dicke Lippe. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Alle Statistiken zum Spiel gibt es natürlich wie immer auf unserer Homepage. Abdülkadir Ömür. Was? Das ganze Bild. Werden Sie zum Insider. Caraglio. Gute Aktion jetzt. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Stark. Klärt den Zeiten aus. Wird natürlich Einwurf geben jetzt. Macht er gut hier. Da trennt er ihn vom Ball. So, Buschi, was sagst du zu dem Wetter? Bist du gut genug angezogen? Optimale Bedingungen sehen anders aus. Sauber. Ja, aber der Schnee, gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Jawohl. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das endlich, Junge. Hab schon gedacht, wie kriegen wir kein Tor geschissen und kassieren dann ein. Linton Meiner. Piqué jetzt am Ball. So, liebe Zuschauer, aus dem Studio bekommen wir jetzt die Infos zum Spiel im Wohnen im Westweserstadion, denn da gibt es ein Tor. Wir haben hier das erste
Tor für Dortmund. Neuer Spielstand damit 1:0. 35 Minuten sind gespielt. Dankeschön für diese Infos. Da haben Sie jetzt Platz. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Dux, was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn, wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Wirklich. Jetzt kommt die Ecke. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da ist die Flanke. Und die dieser Piqué, der holt ja alles raus. Nächste Saison ist der Ramos bei bestimmt Ballbesitz noch. Bei Ballbesitz hat RB Leipzig im bisherigen Verlauf des Spiels Vorteile. Aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund, der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz. Tyler Adams. Carallo. Oh! Lingard. Sauber. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Immer noch gefährlich. Boom. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr. Sauber, Junge. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2. Das ist wirklich Gerard Piqué. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Holt. Simon Fallet. Marcel Franke. Niklas Dorsch. RB jetzt doch arg passiv. Sie Komm. Brauchen Ballbesitz. Da ist er alleine durch. Sauber. Und er trifft. Genki. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Kampel. Kampel. Nordi Mukiele. Carallo. Unaufhaltsam. Hallo. Alexander Sörloth. Den Ball will er nicht hergeben. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Sie bekommen den Abstoß. Sie werden hier wechseln. Gucci. Niklas Dorsch. Stark, Junge. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Leipzig. Dann geht es aus. Er kann es machen. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Ich bin ja selber total erschrocken. Was ist los? Dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Da machen sie es ihm aber. Plötzlich klappt hier wieder vieles. Ich will es nicht zu laut sagen, aber plötzlich klappt hier wieder vieles. Ja. Warte. Für jeden, der jetzt gesagt hat, Gesundheit, vielen Dank. Würz oder? Ja, komm. Auch leicht und die Chance lässt er sich nicht entgehen. Ballverlust. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Guter Pass. Da schickt er den Mitspieler. Sie haben immer noch den Ball. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das 5-0. Ich hoffe, es ist noch ultimativ. Ich habe eigentlich nichts geändert. Da sehen wir es nochmal. Das ist zu nachlässig von der Abwehr. Zwei Leute gehen auf den Torhüter zu. Ja, der ist chancenlos. Sie liegen deutlich vor. So, liebe Zuschauer, aus dem Studio bekommen wir jetzt die Infos zum Spiel im Wohnheim.
im Westweserstadion, denn da gibt es ein Tor. Wir haben hier den zweiten Treffer für Borussia Dortmund. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 63 Minuten. Oh, habt ihr den Hackentrick gesehen? Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt haben sie den Ball wieder. Niklas Dorsch. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Und wir schauen kurz, wie der kommende Gegner von Hannover 96 heißt. Es geht gegen Eintracht Frankfurt im nächsten Spiel in der Bundesliga. Könnte ein enges Match stark, werden. Frankie. Beide Teams in etwa gleich stark. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Tyler Adams. Gutes Anspiel. Entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Boah. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Eine Stunde später. Der Torhüter dirigiert seine Mauer, das könnte jetzt gefährlich werden. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Könnte in Konter gehen. Klasse Zuspiel. Was für ein Rattenpass. Ganz gefährlich. Lingard. Es hat alles gestimmt in dieser Szene, ein herrlicher Aber Rattenpass, oder? Guck mal. Schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass, da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. 6-0. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Der Ballverlust. Was für ein Gekicke. Das wird Abschluss geben jetzt. Dachte wieder Elfmeter. Sie verlieren den Ball. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. So passiv wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger. Hallo. Komische Stimmung. Kennt man sonst von ihnen gar nicht. Sie wissen, so ist mein Eindruck im Moment nicht, wie sie auf diesen eindeutigen Spielverlauf reagieren sollen. Klasse Pass! Er ist frei in der Mitte. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Wo war denn aber die Abwehr von denen? Er überzeugt heute als Passgeber. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. 6 Minuten haben wir hier noch. Marcelo Saracchi. Leipzig über außen. Jetzt gibt's Einwurf. Fängt diesen Ball ab. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Schöner Pass. Wird's. Da kommt der Steilpass. Das muss es sein. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Ich hab gedacht, der ist ein Linksfuß. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Schlusspfiff. Mal wieder zu Null. Ich werd bekloppt. Die Gäste haben gewonnen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute. Aber schön, mal gegen Piqué gespielt zu haben. Bayern hat 1-0 gewonnen. Dortmund auch. Danke, dass Sie direkt nach dem Dreierpack sind heute selten. Sensationelle Leistung. Ist bislang der Bundesliga in der Liga. Gehen Sie davon aus, dass es so weitergehen wird? Wir haben es drauf. Wir dürfen uns nicht darauf konzentrieren. Mit 6 Toren zu besiegen ist eine erstaunliche Leistung, das stimmt. Kann man nur für solche Ergebnisse öfters abliefern? Schwer zu sagen. Danke für diese Kurz. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich meine, 6-0 gegen Leipzig, das glaubt ihr niemand. Hannover führt ungeschlagene Serie fort.
ist ja wirklich unglaublich. Island. Liebes Island, vielen Dank, aber nein, danke. Ach, das ist immer nur blau, wenn Champions League Woche ist, oder wie? Weiß es doch nicht. Als Hannover weiß man nicht, wann Champions League ist. Gilt Hannover LS? Warum? Warum fehlt der? Verstehe ich nicht. Das gegen Frankfurt nicht auf der Bank sitzen werde. Ich denke drüber nach. So, ich wollte hier nochmal kurz lesen. Kandidaten. Oh, Dux war auch dabei. Was hatten wir? Was war das denn? Hä? Da stand doch irgendwo, ich bin mir sicher. Fangen wir erstmal wieder so an, oder? Und so fahren wir ja bislang ganz gut. Ach, warte, wo steht denn Frankfurt? Oh, Fünfter. Und ich wollte auch mal eine Einstellung gucken. Ultimativ. Hier wurde auch nichts geändert. Mal gucken, nicht, dass einer meiner Neffen mich hier auf den Arm nehmen will und hat das alles hochgestellt bei mir. Aber ist nicht so. Wir sind scheinbar wirklich besser. Zumindest gut drauf im Moment. Spielen. Ilsanker, Hinteregger, Hoher, Rode, Schändler, Darida, Kostic, Silva, Paciencia. Oh, ich bin wirklich gespannt, wann unsere Serie reißt. Oh, du blindes Huhn. Komm, den machen wir noch. Oh. Grandios. Er wird heute im Fokus stehen, denn der hat zuletzt 3 Tore gemacht. Ist er heute auch wieder unaufhaltsam? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hoffen wir's. Willkommen hier in der HDI Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel im Regen. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Komm, der erste Vorschuss. Nur noch der Torwart vor sich. Genau hinschauen jetzt. Gut los hier. Frühes Tor. Gucci. Das wird interessant hier. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Stark gemacht. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Thank you.
Kostic. Oh. Jarai. Wieder Ruhe, Ruhe, Ruhe. Niklas Dorsch. Haraguchi. Viel mit Auge. Stark, komm. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Immer noch gefährlich. Noch ein Tor. Was für ein Lauf. Guter Spielzug, finde ich. Das ging schnell. Wieder ein Tor. Und ja, ich wollte erst passen, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, Haraguchi steht im Abseits. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ilsanka. Rode. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Okay. Im Signal Iduna Park passiert was, es ist ein Tor gefallen, im Studio gibt es alle Infos für uns. Wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Und? Neuer Spielstand damit 1-0. 17 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für diese Infos. Chor. Rode. Mann. Darida. Super dieses Zuspiel. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Oh. Gewinn, gefährliche Position. Dominic Kor. Sie kämpfen um den Ball. André Silva. Rode. Will keiner. Jetzt vielleicht die Flanke. Es gibt Neuigkeiten im Rhein-Energie-Stadion. Ein Tor ist gefallen. Ich gebe kurz ab ans Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Köln. Der neue Spielstand damit 1-1. 25 Minuten. Den Ball erwischt er gar nicht gut. Und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Oh, stark. Also ich möchte heute nicht in der Haut des Spielers stecken. Der Regen hört nicht. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall. Oh, Gucci. Der Ball bleibt im Spiel. Der wäre gut gekommen, aber der oh. Und wieder rettet er. Kann nicht wahr sein. Das war knapp, wäre fast ein Eckball gewesen. Klasse, diese Parade. Ja, wie hat er den denn noch gehalten? Das war ja unglaublich. Ehrlich? Die Gelegenheit für die Flanke. Ja, sie können erst mal klären. Kostic. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir geben kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Borussia Dortmund. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. 35 Minuten sind gespielt. Danke für dieses kurze Update. Gonzalo Paciencia. Rode. Da macht er fast das Tor mit diesem Haber. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Und damit ist der Ball weg. Duxch. Nein. Sie verlieren den Ball. Super Pass. Schön geklärt. Scheide. André Silva. Rode. Und jetzt haben sie den Ball. 45 Minuten sind rum, es steht 2-0. Erstmal Halbzeit. 2-0 ist schon mal gut. Beruhigend. Bayern nur 1-1. So, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Anstoß hat Eintracht Frankfurt.
Aber ich muss gestehen, Frankfurt ist sehr viel stärker geworden, nachdem ich das 2-0 gemacht habe. Ilsanker. Muss da jetzt ein bisschen besser gegenhalten. So natürlich nicht. Gute Chance für eine Flanke. Sebastian Rode. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Sag mal, der spielt doch auf Zeit. Wladimir Darida. Gonzalo Paciencia. Ecke. Die wollen mich fertig machen jetzt hier. Die Ecke kommt rein. Jo, und da ist der Angriff vorbei. André Silva. Gonzalo Paciencia. Er hält diesen Ball. Sensationell. Super Esser. Da kommt die Ecke. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Hätte ich lang machen müssen. Also hoch. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Super. Duxch. Bald ist es vorbei. Da müssen sie aufpassen. Boom. Wie macht er den denn rein? Stark, Duxchi. Noch ein Tor, die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam können sie wohl einen Gang zurückschalten. Wir wechseln schon mal. Nicht, dass es wieder zu wenig Einsatzzeit war und dann meckert der gute Weiland. So. Kouassi auch wieder rein. Und ich würde sagen, wieder Bellingham, ne? Oder Swumasi? Ne, wir machen Bellingham. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Kostic. Also wir müssen ja erstmal die verspeisen, denen wir ja auch hohe Verträge gegeben haben, so Stammspieler und sowas. Also wichtig. Schindler, Swumasi ist ja alles Rotation. Gute Aktion, Spiel raus. Da ist der Ball weg. Lingard. Im Signal Iduna Park passiert was. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Infos für uns. Das wollte ich. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Borussia Dortmund. Neuer Spielstand damit also 3:0. Gespielt sind hier 68 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Super dieses Zuspiel. Achtung jetzt. Wahnsinn. Was für ein Rattenpass schon wieder. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. Ecke kommt. Oh. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Boom. Und da ist das Tor. Nein, es war kein Pass. Ich habe wirklich Kreisglück, dass er köpft. Also Weidand. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Aber dass er ihn genau in die Füße köpft, das ist natürlich. Hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Dejan Jovelic. Dejan? Chandler. Stark. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Fängt diesen Ball ab. Oh, viel Platz jetzt. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Stark. Aufpassen mit dem Tackling. Ball ist unterwegs. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Lingard. Jesse. Und da
Da sehen wir, mit wem es die Frankfurter in Kürze zu tun bekommen. Buschi. Oh, schade. Ja, es geht gegen den FC Schalke 04 im nächsten Bundesligaspiel. In dem Duell gibt es für mich keinen Favoriten. So, 4-0 heißt es hier aktuell. Klare Sache. Und wir schauen schon mal auf die kommende Partie. Der kommende Gegner von Hannover 96 heißt Werder Bremen. Und da müssen sie so spielen wie heute. Dann haben sie alle Chancen. Wo denn? Oh. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Timmy Chandler. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Wladimir Darida. Tolles Tackling von ihm. Im Rhein-Energie-Stadion hat sich was getan, ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es jetzt alle Infos. Stark, komm. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Rückhalt. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Oh. Das war kein guter Kopfball, klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut, sind dicht an ihm dran, den Konter kaum besser machen. Nachspielzeit, eine Minute. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Das Spiel Stark. Ist aus, die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Wichtige Punkte. Mal gucken, wie die anderen gespielt haben. Bayern hat gewonnen, Dortmund hat auch gewonnen. Es bleibt spannend. Ich weiß gar nicht, wer hinter uns war. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, zwei Tore, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Insgesamt eine tolle Leistung. Lange muss die ohne Niederlage geht zu Bayern wird. Darauf dürfen wir uns nicht konzentrieren. Heute mit einem engen Spiel rechnet Sie auch. Kompliment an den Gegner. Vielen Dank für diese. Gerne. Hey Boss, morgen ihn haben, mich spielen lassen haben, wenn ich in Form bin. Mach weiter so, mein Junge. Hallo Boss, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass ich alles tun werde, um mit der Mannschaft Erfolg zu haben. Wenn Sie es so wollen, dann spiele ich gerne als linker Flügelspieler. Aus meiner Sicht machst du das gut. Er ist ja sogar einen Punkt besser geworden. Also was Stärke allgemein angeht. Gut, ich würde sagen, wir haben das Ende erreicht der Folge. Ich hoffe, es wird so weitergehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken, lasst mir was da, passt auf euch auf und bis dahin. Ciao, ciao.